Ja, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Zuschauerbattle. Diesmal spielen wir gegen den Alexandre und ich sehe schon, er hat zwei von den neuen Pokémon dabei. Oder neue, ne? Von den neuen alten Pokémon. Ja, ich lieb mit Snow White und Pipichu. Und den Rest, ja, schauen wir dann, ne? So, sehr schön. Er hat auch schon ausgewählt. Oh, die sieht auch schön aus mit den Wellen. Und so schön hell. Gefällt mir. So, Rotom und das eine Teil. Keine Ahnung, was das für ein Typ hat, gell? Aber ja, ich werde es ja dann gleich sehen. Schnell. Bodenflug. Na, interessante Kombi, Bodenflug. So, wir machen Bauchtrommel, ne? Und mit Pipichu machen wir Spotlight. Okay. Der hat eine Doppeltattacke gehabt und sowieso frage ich mich, wieso bin ich nicht in den Trance Mode gegangen? Eigentlich bei der Hälfte der KP, oder? Komisch. Ich dachte mir aber beim letzten Mal schon, als ich mit Snow White gespielt habe. Ja. Das war die Hälfte, ne? Der KP. Hier steht es auch. Fallen seine KP auf die Hälfte des Maximalwertes oder weniger, wechselt er seine Gestalt. Ja, das war nicht die Hälfte, ne? 90 von 180. Ja, gut, das. Ja. Was nehme ich jetzt? Nehmen wir Mondmaulwurf mal rein. Achso, und das Rotom. Das will nicht in meinen Kopf rein. Ich vergesse, dass immer das Rotom ja Schwebe hat. Ja, ich glaube, mein Mondmaulwurf hat auch die falsche Fähigkeit. Ah ja, Überbrückung. Okay, soll ich in die Diner? Ich weiß gar nicht, mit wem ich in die Diner soll. Naja, entweder mit ihm oder Despotar wahrscheinlich. Ne? Lassen wir das Despotar machen. Ah was? Wirkungslos? Wegen dem Flugtyp. Shit. Und hier kann ich zwar, aber bringt mir nichts mit Schwebe, ne? Dann nehmen wir Steinhagel halt. Geht auf beide wenigstens. Und hier waren wir. Ja, das bringt jetzt halt nicht mehr viel, ne? KP auffüllen. Ja, ah, shit. Ah, die Zeit. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Hoppala. Ja. Das sieht nicht so gut aus. Ja, aber Pipichu lebt immer noch. Oh my goodness. Nikolai? Das ist der Nikolai. Na, der andere hat halt Bodenattacke, ne?
Das ist alles irgendwie schlecht. Das ist alles nicht so gut. Ich meine, ich könnte einen Mogelhieb machen, ne? Ich könnte einen Mogelhieb auf Terran machen. Und Zauberschein. Ah, Zauberschein ging eh auf beide, stimmt ja. Achso, aber gar nicht sehr effektiv. Ich dachte, gegen den Nikolai ist das sehr effektiv. Wahrscheinlich wegen dem Typ, na, der hat wahrscheinlich Kampfpsycho oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ach, jetzt bin ich zurückgeschreckt, oder wie? Oder was? Ich hab's jetzt nicht genau. Nee, hat schon gepasst, okay. Ja, Dark Leard auf Nikolai und Mondschein. Na, kommt er wieder mit dem Erdbeben. Jo, was? Telepathie wirkt? Okay, das Team ist wirklich gut aufeinander abgestimmt, ne? Ah ja, der hat den Bärchen, Rudi. Klappe-Bärchen. Jo, gut. No, knapp überlebt. Oh, war sogar ein Volltreffer. Na, dann hatte ich ja Glück. Oder Unglück? Unglück im Glück, würde man sagen, ne? Ja, gut, okay. Heftig, heftig. Ja, es ist ja, ne? Mit wem soll ich? Ach so, Plagueis wurde bereits ausgewählt. Ja, ich muss jetzt mal irgendwie in die Diner gehen, ne? Wir müssen diesen Terrador ausschalten. Gehen wir mit ihm in die Diner. Senkt die Spezialverteidigung, Sandsturm, erhöht die Spezialverteidigung, die Sonne brennt. Ja, ist halt. Ja, machen wir deiner dunkel auf Terran, ne? Und Overdrive. Heißt wieder wirkungslos. Overdrive wäre halt auch gut für den Halsspray, ne? Überschallknall könnten wir probieren. Ach komm, ich mach Overdrive. Come on, come on. Ach so. Ah, der. Ja, genau. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Terran sterben wird, ne? Von meinem Despotanfall. Schauen wir mal. Er ist aber wieder schneller, ne? Nein, und der mit der Telepathie, Mann, der hat... Ja, Toxi ist weg. Die Teile echt gut aufeinander abgestimmt, du. Ja, und mein Fehler am Anfang irgendwie, ne? Dass der halt... Ja, okay, ist klar, muss ich damit rechnen, dass in einem Doppelkampf jemand eine Doppelattacke hat, halt, wo beide trifft. Dass meine Snow White gleich gestorben ist, das war halt... Wenn die noch ein paar Runden überlebt hätte, ne? Mit Bauchtrommel und so... Aber ich wundere mich, dass der Trance-Modus nicht ging. Ne, das war echt ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Oder wäre es vielleicht erst am Ende der Runde, hätte er vielleicht erst gewechselt. Ne, das kann auch sein. Und da wir aber gar nicht bis zum Ende der Runde gekommen sind... Ja, das war's. Das war ein nicer Fight. Ne? Der lief ja mal richtig spitze für mich. Ja, dieser Terrando ist nicht zu unterschätzen, ne? Ja, Alexandre, war echt. Nices Battle.
Lief nicht ganz so wie erwartet für mich, aber ja, ne, man lernt dazu. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!